Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Saatwerke. Heute wird es mal etwas wilder und lauter, muss man auf jeden Fall sagen. Und zwar schauen wir uns zwei Lüfter an. Beide Lüfter haben eine Größe von 40 mm und sind eher für den Serverbereich gedacht. Aber ich dachte mir, okay, testen wir mal, was so mit den Lüftern möglich ist. Und in Zukunft können wir auch noch ein paar Tests machen. Schreibt mir dann nur gerne in die Kommentare, was ich denn damit mal machen soll. Wie man anhand der Verpackung ja schon erkennen kann, haben wir einmal die Produktbezeichnung S4028-6K und dann das gleiche nochmal nur mit 15K. Und wie ihr wahrscheinlich euch schon denken könnt, handelt es sich dabei um die Drehzahl. Das heißt, der linke Lüfter dreht mit 6000 Umdrehungen maximal und der rechte laut Hersteller mit 15.000 Umdrehungen. Ich kann euch aber sagen, der rechte auf jeden Fall dreht etwas schneller. Ich habe mir ein paar Komponenten rausgesucht, die wir damit versuchen, etwas besser zu kühlen. Ein Hinweis, es ist nicht für den Alltagsgebrauch geeignet, da die Lüfter einfach viel zu laut sind, wie ihr quasi schon am Anfang ganz kurz gehört habt. Und in dem Sinne wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Anschauen des Videos. Werfen wir einen Blick auf die Produkte, die Arctic uns zugeschickt hat. Wir haben hier einmal die Arctic MX Cleaner. Das sind quasi Reinigungstücher, womit ihr eure CPU reinigen könnt oder GPU. Das sind so kleine Verpackungen, die hier drin sind. Und dann reißt man das Ganze auf. Und darin habt ihr dann Tuch. Ich kann euch das einmal zeigen. Ich muss aber dazu sagen, die Tücher stinken. Also schöner Geruch ist es nicht. Wenn ihr die benutzt habt, dann schmeißt die direkt weg. Weil man merkt es auf jeden Fall, wenn das Ganze in der Nähe liegt. Also ist zumindest meine Erfahrung. Und hier seht ihr die Tücher. Die sind auch ziemlich feucht. Und dementsprechend reinigen sie auch gut. Ich kann es euch hier mal zeigen. Man sieht ja, also hier ist jetzt nicht dreckig, aber die Tücher sind auf jeden Fall sehr nass. Und damit könnt ihr dann dementsprechend die Produkte reinigen. Solltet ihr halt darauf achten. Und schmeißt es wirklich weg. Es stinkt abartig. Und es geht so weit. Also es wird euch ein bisschen schwummrig, wenn die in der Nähe sind. Liegt auch daran, dass da Alkohol drin ist. Aber ich kenne das zum Beispiel von Tamil Grissy. Da ist der Geruch nicht so penetrant wie hier. Also achtet bitte drauf. Und ich weiß nicht, wie hoch der Preis aktuell ist, blende ich euch mal ein. Ich denke mal, sie sind günstiger wie von Tamil Grissy, die Pads. Und dementsprechend könnt ihr das Ganze schon benutzen. Denn im Idealfall habt ihr die Tücher ja nicht neben euch liegen, sondern schmeißt sie nachgebrochen weg. Dann kommen wir zu dem Highlight. Und zwar hatte ich Arctic angeschrieben, weil ich eine Pressemitteilung von Lüftern gesehen habe. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon hier an der Verpackung denken könnt, oder im Intro ja auch schon erfahren habt, sind das ziemlich kleine Lüfter. Und zwar sind die nur 40 mm groß. Also sehr, sehr klein, eher für den Serverbereich. Man sieht es, sehr, sehr klein das Ganze. Ich kann auch einmal messen hier für euch, wie groß das Ganze ist, also von der Breite her. Und da haben wir ja noch nicht mal 3 cm, es sind ja, 2,8 rum. Und wie ihr sehen könnt, 40 mm breit. Und wir werden uns dann mal anschauen, wie stark die Lüfter performen, aber nicht im Serverbereich, wofür sie ja eigentlich gedacht sind, sondern auf Arbeitsspeichern. Da werde ich das Ganze mal montieren, mal gucken, wie weit wir die Arbeitsspeicher runtergekühlt bekommen. Oder auf der Rückseite der RTX 3080 Ti Founders Edition. Ist auch so eine Sache, wo man das Ganze verwenden kann, wenn man dann Extreme Overclocking macht und nicht unbedingt umbauen möchte. Also das sind so Alternativen, die ich halt rausgesucht habe. Vielleicht fällt mir das eine oder andere noch ein, was auch eine Möglichkeit wäre. Zum Beispiel bei der RX 6500 XT ist ja hinten das Ganze noch frei. Da könnte man den Lüfter einmal zum Beispiel so hinten aufbringen oder andersrum und ärgert dann dementsprechend den Lüfter hier vorne. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielleicht basteln wir uns auch irgendwas, sowas wie ein kleines Hovercraft oder irgendwie sowas. Muss ich mal schauen. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Video. Kommen wir zu den Messergebnissen. Ich habe einmal das Ganze auf der Grafikkarte getestet, auf dem Arbeitsspeicher und dann noch auf der M.2, beziehungsweise ich musste es vor die M.2 halten, die Lüfter. Gut, der Benchmark dauert Gott sei Dank nicht so lange. Wenn ich einen etwas längeren Benchmark machen würde, dann müsste ich mir irgendwie eine Halterung bauen, aber für die 5 Minuten hat es auf jeden Fall gereicht. Eins vorweg, das sind natürlich hier keine praxisnahen Tests, da die Lüfter einfach viel zu laut sind. Dementsprechend seht das auch so eher als Spaßvideo und nicht als ernsten Test an. Und ich blende euch auch mal ein paar Bilder ein, wie ich das Ganze angebracht habe. Im Übrigen gleich seht ihr auch noch
etwas, was ich mir gebastelt habe. Damit habe ich das Ganze nicht getestet, da es einfach zu groß war. Wenn ihr wollt, kann ich aber nochmal etwas das Ganze modifizieren, so dass ich 2 oder insgesamt 4 Lüfter auf die Komponenten draufrichten kann und dann die ultimative Kühlung bekomme. Und ich glaube, dann muss ich mir auch Europax anziehen. Ja, wie man an den Temperaturen schon sieht, mehr Drehzahl bringt auf jeden Fall was. Nur bei der Grafikkarte irgendwie nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe das Ganze ja nur auf die Rückseite der Grafikkarte gelegt und da sind ja auch keine Kühlfinnen oder so. Dementsprechend ist es auch irgendwo nicht ganz verwunderlich, dass es nicht so viel gebracht hat. Aber immerhin 2 Grad, der 16K-Lüfter bzw. die 16.000 Umdrehungen des 15K-Lüfter haben da nicht so viel bewirkt. Aber wie gesagt, ist es nicht wirklich Fläche da, die damit gekühlt werden kann. Beim Arbeitsspeicher sieht man auf jeden Fall, dass mehr Drehzahl auf jeden Fall mehr bringt. Und dabei habe ich den Lüfter gar nicht richtig angebracht. Ich habe ihn nur oben drauf gelegt, blende ich euch auch mal ein, wie gesagt. Und das hat schon ordentlich was gebracht, da ordentlich Luftzug quasi durch die Rammen durch sind. Und bei der M.2, ich habe es direkt davor gehalten, vor die M.2. Und da sieht man, dass das ordentlich was bringt. Ohne Kühler, muss ich sagen. Also der Kühler war nicht drauf auf der M.2 SSD. Mit Kühler sind die Grundtemperaturen natürlich etwas niedriger. Sobald ich dann den 6K-Lüfter davor gehalten habe, sind wir auf nur noch 47 Grad. Und mit den 16.000 Umdrehungen des 15K sind wir dann bei 31 Grad Celsius. Und das ist wirklich ordentlich. Aber wie ihr gleich auch sehen werdet, da ist auch ordentlich Druck dahinter. Kommen wir zum Thema Lautstärke. Da würde ich sagen, es ist ja angenehm und nicht wirklich laut. Ja, ihr könnt selbst hören, das Ding ist mega laut. Jeder, der schon mal im Serverraum war, der weiß, wie laut die Dinger werden können. Und ich zeige euch mal, was hier für ein Druck drauf ist. Ihr seht, das Ding fliegt direkt weg. Da ist ordentlich Druck drauf. Ich lege jetzt nichts anderes drauf. Ich möchte mir nicht meine gute 3080 Ti zerkratzen. Im Übrigen, da unten seht ihr auch, dass die Quiet Pure Power 11 FM 1000 Watt, das habe ich schon die Quiet zur Verfügung gestellt bekommen. Und das hat schon die Europax drin, weil dieser Lüfter da oben einfach mal viel zu laut ist. Ich demonstriere euch nochmal auf andere Art und Weise, dass dieser Lüfter einfach mal richtig viel Druck hat. Ihr seht, der fliegt quasi weg hier. Auch wenn ich den jetzt im Prinzip hier hinstelle. Also da ist richtig Zunder drauf und dementsprechend muss man schon aufpassen, dass man nicht mit dem Finger da reinkommt, aber da fällt mir gerade was ein, da können wir ja auch nochmal was ausprobieren. Probieren wir mal was anderes. Haben wir noch so ein bisschen Styropor hier. Okay, so stark ist er dann doch nicht, also. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Also, falls ihr keinen Flex oder so habt, dann kann man auch dazu greifen. Ich habe hier auch noch einen Brief. Manchen Brief kann man ja auch direkt schreddern. Das funktioniert auch, klar. Gibt es besseres Werkzeug dafür, aber das zeigt, wie viel Power einfach hier hinter diesem Lüfter steckt. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier meinen Hovercraft zusammengebaut. Und man sieht auch hier unten, ganz perfekt ist das Ganze nicht. Und ich habe auch die 15K-Lüfter verbaut. Und ich befinde mich gerade im BIOS und wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze so verhält. Im Test, die Drehzahl befindet sich gerade bei 2390 Umdrehungen. Und dann würde ich sagen, drehen wir mal ein bisschen höher und mal gucken, was passiert. Ob das Hovercraft hier auch schweben kann oder auch nicht. Ja, die Lüfter drehen hoch. 8900 Umdrehungen. Ich zeige euch das Ganze einmal hier. Und da seht ihr es. Fast 10.000 Umdrehungen. Und dann würde ich sagen, drehen wir mal ein bisschen höher. Sind wir bei 12.000, 13.000 und wir sehen, bei 13.000 hebt schon etwas ab. Aber das ist ja noch nicht das Maximum. Wir können ja noch bis auf 15 hoch. Soll ich euch was sagen? Wir befinden uns sogar bei 16.000 Umdrehungen. Und somit haben wir unsere Hovercraft. Wenn die Kabel jetzt noch ein bisschen anders wären, ich zeige es euch mal hier.
aus der Entfernung. Und ihr seht ja, selbst die Matte hebt sich hier ab. Also da ist richtig Druck hinter. Und ich habe eine Menge Spaß. Vielleicht baue ich mir noch eine mobile Lösung für das Ganze, damit man da ein bisschen mit rumalbern kann. Kommen wir zum Fazit bzw. zu meinen Schlussfolgerungen. Wie ja schon gesagt, das sind die Lüfter für den Serverbereich. Da braucht man diese Power auch, da die Server ja ganz anders aufgebaut sind. Wer 19 Zoll Rack-Server kennt, der weiß, die sind ziemlich flach, nur 2 HE groß, also 2 Höheneinheiten. Könnt ihr gerne mal nachschauen, wie groß das denn genau in Zentimeter ist. Es ist nicht sehr hoch und dementsprechend muss man bei der Größe der Lüfter sparen. Und dementsprechend braucht man da mehr Druck, da quasi vorne am Server die Luft reingezogen wird und dann geht es hinten raus. Wenn ihr wollt, dann setze ich mal ein paar Bilder in Discord rein, falls es den einen oder anderen interessieren sollte. Und dementsprechend aufgrund des Aufbaus müssen die Lüfter halt super schnell drehen. Für uns als Gamer ist es total uninteressant, außer ihr habt ein Headset, was richtig abdichtet. Und wie ja am Anfang schon gesagt, ist das Ganze eher ein Spaßprojekt. Und mir fallen dann noch die ein oder anderen Ideen ein, was man da noch testen könnte. Nur wird es dann wahrscheinlich hier ein bisschen dreckiger und ich müsste hier das ein oder andere abkleben. Aber für euch würde ich es gerne machen. Wenn ihr denn Lust darauf habt, würde es dann nochmal ein zweites Video geben, falls euch das Video hier gefallen hat. Mal etwas anderes hier auf dem Kanal. Und wie immer am Ende gilt zu sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.